Biblische Ethik, die Bibel, der Christ und die Schönheit. Schönheit wird in der Bibel längst nicht nur negativ bewertet. Auffallend oft wird von Frauen, zum Beispiel Hiobs Töchtern, Sarah, Rebekka, Rahel, Abigail und Esther, oder auch von Männern, wie zum Beispiel Josef, Saul, David oder Absalom, berichtet, dass sie von schöner Gestalt waren. Mann und Frau dürfen ihre Schönheit wie Salomo und Sulamit gegenseitig würdigen. Hohes Lied Kapitel 4, Vers 7. Du bist schön, ganz wunderschön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Und umgekehrt, Hohes Lied Kapitel 1, Vers 16a. Siehe, auch du bist schön, mein Geliebter und liebenswert. Allerdings erwähnt die Bibel kaum, wie diese Personen aussahen. Und ich denke, mit gutem Grund. Denn Schönheitsideale, sie variieren in Raum und Zeit. Wichtig ist, dass der Christ, auch derjenige, der der Norm seines Umfelds, seiner Zeit nicht entspricht, mit Psalm 139 beten lernt, Vers 14. Ich preise dich dass ich so wunderbar und staunenswert erschaffen bin. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Unsere wahre Schönheit liegt anderswo begründet, nämlich in der Ebenbildlichkeit Gottes. Erstes Buch Mose Kapitel 1, Vers 27a. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Was die Schrift verurteilt, ist der Schönheitswahn. So kündigt sie jenen Israeliten das Gericht an, die sich auf ihre Schönheit etwas einbilden. Jesaja 3, Vers 16. Man lese dann vor allem auch die Verse 17 bis 24. Weil die Töchter Zions hochmütig sind und mit hochgerecktem Hals dahergehen und verführerische Blicke werfen, weil sie trippelnd einherstolzieren und mit ihren Fußspangen klären. Gottes Wort weiß um die Gefahr, dass die Schönheit einer Frau dem Mann zur Anfechtung werden kann, wie es bei David und Bathseba der Fall war. Zweites Buch Samuel, Kapitel 11, Vers 2. Darum warnen die Sprüche, Kapitel 6, Vers 25. Begehre nicht in deinem Herzen ihre Schönheit, lasse dich nicht mit ihren Wimpern fangen. Der wahre und unvergängliche Schmuck ist der innerliche. Sprüche 31, Vers 30. Trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit. Eine Frau aber, die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen. Oder vielleicht etwas drastischer formuliert, Sprüche 11, Vers 22. Ein goldener Ring im Rüssel einer Sau. So ist eine Frau, die schön, aber ohne Feingefühl ist. 1. Timotheus, Kapitel 2, Verse 9 bis 10. Ebenso will ich, dass die Frauen sich anständig kleiden und sich mit Schamgefühl und Zurückhaltung schmücken. Sie sollen nicht durch aufwendige Frisuren, Gold, Perlen oder teure Kleider auffallen, sondern durch gute Werke. Das ist der Schmuck von Frauen, die Ehrfurcht vor Gott haben. Das heißt nicht, dass eine Frau keinen Schmuck tragen dürfte. Mehrfach werden Schönheit und Schmuck in der Bibel durchaus positiv erwähnt. Das neue Jerusalem zum Beispiel wird mit einer Braut verglichen, Offenbarung 21, Vers 2, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Letztlich aber wird geistlicher und charakterlicher Schmuck als erstrebenswerter erachtet. 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Verse 3 bis 4. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche, durch Flechten der Haare. Und umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Wie schon Samuel, müssen auch wir uns von Gott daran erinnern lassen: 1. Buch Samuel, Kapitel 16, Vers 7. Sieh nicht an sein Aussehen, und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an.